Ah, Harriet und Patrick. Oh, was haben die denn jetzt schon wieder ausgeheckt? Du trägst keine Krawatte. Hä, was? Was haben die vor? Oh! Das singende Musical, das ist wieder. Oh, ich dachte, den Plan haben sie aufgegeben. Damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Let's Play Have a Nice Death. Boah, in der letzten Folge habe ich wieder richtig einen rausgehauen. Wer das verpasst hat, sollte dringend das nochmal nachholen. Heute starten wir mal hier in der VIP-Lounge. Ich habe schon mal ein, zwei Sachen gekauft von dem Run. Und wir gucken mal, was wir in dieser Runde so schaffen. Wer schon bemerkt hat, ich starte diesmal mit 90 statt mit 65 Leben. Das liegt daran, dass ich ein, zwei Aufträge mir schon gegönnt habe. Aber leider aufgrund von technischen Schwierigkeiten einmal die Aufnahmen stoppen musste und deswegen jetzt eine neue gemacht habe. Aber wir sind noch in der ersten Ebene, die Halle der Ewigkeit. Ihr habt noch nichts verpasst. Wir gucken mal, wie wir diese Runde hier bestehen. Das ist nicht viel Auswahl. Mal gehen wir für die Abteilung für Flugneuwürfe. So. Da sieht man das hier. Ich habe zweimal Mach was du willst gewählt, ne, für 5 Leben und einmal ein Anima. Und habe noch die Aufgabe, dass ich 20 Leben dazu bekommen habe. Und wenn wir es schaffen, den ersten Boss ohne Schaden zu besiegen, kriegen wir 100 Seelenmark. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Geht. Ich hatte in den einigen früheren Folgen das, glaube ich, auch schon einmal. Und ich glaube, dass das tatsächlich noch ein bisschen buggy ist, weil ich hatte es ja damals so verstanden, dass man den ersten Boss schaffen muss, ohne Schaden zu nehmen. Dass ich gedacht habe, okay, man darf nur Schaden, darf nur keinen Schaden vom Boss nehmen, aber man darf auch vorher keinen Schaden nehmen. Und wir haben trotzdem, obwohl wir Schaden genommen haben, ich habe mir das in der Aufnahme angeguckt, haben wir trotzdem die 100 Seelenmark bekommen. Also Win-Win-Situation, würde ich sagen. Das scheint noch ein bisschen buggy zu sein. Nehmen wir so hin. Na, kommt her. Ja, alles ziemlich sauber. So, zack. Schmeißen die? Ich dachte immer, die schmeißen eigentlich mit Blitzen. Jetzt habe ich gesehen, die machen aus ihrer Seite einen Papierflieger und schießen das nach uns. Das finde ich ist ein sehr, sehr witziges Gimmick. Ah, hier haben wir einen Strafentferner. Gehen wir noch mal eine Etage nach unten? Ne, wir bleiben hier. Hui. Da eigentlich auch nicht zu viel Feindkontakt haben. Haben wir es geschafft. Oh, all clean. Aber wenn wir halt, ganz ehrlich, wenn ich jetzt darauf ausziehe, halt die erste komplette Etage ohne Schaden zu machen, versuche ich so wenig Feindkontakt wie möglich zu haben. Vor allen Dingen mit Bossen. Ja, eine Waffe wäre immer noch nicht schlecht. Meistens folgt ja nach einem guten Run wieder ein schlechter bei mir. Ich hoffe allerdings, dass das diesmal nicht der Fall sein wird. Schauen wir mal in die Fluchkathedrale rein. Tja. Die Sense verursacht 10% Schaden. Der Schaden des Umhangs ist um 25% verringert. Zauber versuchen 5+5 Schaden. Ja, wir haben ja noch nichts so richtig. Ich gehe mal auf die Sense.
Vielleicht probieren wir diesen Run mal so ein bisschen was mit der Sense zu machen. Und holen uns dann halt. Super! Fertigkeiten. Hm, Kaffee. Nice. Ja, ja, Rundrum-Attacke. Kennen wir alles. Bam. Leben. Nice. Ich meine, echt mal ganz für die dritte Ebene 100 Leben zu haben. Eigentlich immer eine ganz gute Ausgangssituation, finde ich. So. Was gibt's hier? Seelenmark, okay. Und dann geht's weiter. Endlich. Oh, oh, oh. Jetzt wird das Spiel mich ärgern. Jetzt die Frage, Ausrüstung oder Prismium? Prismium. Wenn wir schon dann in der zweiten Ebene einen relativ starken Sense kriegen können, dann reicht das auch theoretisch, das Spiel halbwegs durchzuspielen. Weil, auch wenn das jetzt zum Beispiel unsere Standardwaffe ist, man darf mit den Upgrades der Flüche hinterher den Schaden nicht unterschätzen. Natürlich müssen wir mit der Sense immer ein gewisses Maß nah ran. Nein! Oh, wow, das war knapp. Da hing ich in der Luft. Das dachte ich wäre mein Ende. Oh. Da haben wir den Schaden kassiert. Trotzdem die 100 Seelenmark gekriegt. Also, es scheint wirklich buggy zu sein. Sollte ich vielleicht einen kleinen Bug-Report mal machen, falls das die Dev noch nichts wissen. Ist ja erstmal so für mich jetzt partout jetzt nicht der schlimmste Bug. Hab auch ehrlich gesagt noch keine weiteren in diesem Spiel jemals entdeckt. Für eine Alpha-Version lässt sich das super spielen. Und es gibt ja demnächst neuen Content. Am 7.7. kommt neuer Content raus. Und zwar eine komplett neue Ebene mit Feinden. Und Waffen, glaube ich auch. Tenengern. Alle möglichen Bums. Das sieht richtig gut aus. Ich werde mal versuchen, am Ende das hier in die Videodescription mit reinzuschreiben. Hoppala. Den Link, da könnt ihr euch das selber angucken, was uns dann ab dem 7.7. auf uns warten wird. Das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr witzig aus. Es geht dann wohl in die Cafeteria-Abteilung. Oh, Glück gehabt. So, eine grüne Pille, mehr Mana. Danke dafür, bringt uns leider nichts. Wir kriegen direkt einen Kontrollraum. Alter, noch vor Brett ein Kontrollraum. Das gönnen wir uns. Das heißt nämlich Sense aufwerten. So, Hello Jacob, verwandle mir die Sense. Ich überlege, ob ich dann später, wenn ich noch ein Prismium habe, entweder hier auf tote Zerstückelung zu gehen oder die Sicheln. Achso, ja, genau. Upgrades haben wir ja gelernt, behalten wir. Das heißt, wir pumpen jetzt erstmal unsere Sense hier voll. Für mehr Schaden. Das lohnt sich. Auf zu Brett. Muss sagen, ich mag die Wutattacke von dem Sensei nicht ganz so, obwohl es halt ein Stückchen weiter geht als die normale Wutattacke der Standardsense. Aber ich habe immer das Gefühl, die Standard Wutattacke der Standardsense macht halt mehr Schaden. Naja, es würde nicht unbedingt. Rest in peace, Roland. Also macht natürlich auch 3 Hits. Und hat die erhöhte Reichweite. Nochmal? Nein.
Oh, da habe ich den Dash verpasst. Ich glaub's ja nicht. So, trotzdem kein Problem. Tschüss, Brad. Ich wollte gerade sagen, Brad, geh an die Arbeit. Und verbrauch nicht das ganze WLAN. Ist so. Ich sehe halt die Verwandlung von Brad zurück, wenn er wieder arbeiten geht, ist halt einfach echt Babo aus. Richtig gut. So, mehr Leben und mehr Flüche. Der Umhang verursacht mehr Schaden. Das ist natürlich etwas, was wir gar nicht brauchen. Aber ich sehe hier schon durchtränken brennen. Das heißt, Feuerschaden für unsere Sense. Das nehmen wir mit. Was würde mir jetzt noch so ganz gut gefallen? Ja, vielleicht der ein oder andere Zauber. Hier gibt es eine Unterhaltung. Oh. Oh, das ist aber nicht sehr nett. Ja, so kann man es auch nennen. Ne? Immer schön gucken, ob die Kaffeemaschine noch funktioniert. Wie bitte? Barnaby Proudfoot. Oh, okay. Vielleicht ein Hinweis darauf, wer uns immer am Ende des Spiels tötet. Barnaby Proudfoot. Wer könnte das wohl sein? Ich mag diese kleinen Geheimnisse. Deswegen lohnt es sich immer wieder, so eine kleine Unterhaltung anzuhören. Und dann geht's schon wieder weiter in der Verschmutzungsabteilung. Auf zu Gordon Grimes. Oh ja, da gibt's Feuerschaden obendrauf. Das finde ich gut. Extra Damage. Ich habe leider immer noch keine Ahnung, wie man hier an diese Schlösser rankommt. Ich hoffe, dass es dafür irgendwann eine Antwort gibt. Autsch. Die Sense macht eigentlich schon ziemlich guten Schaden. Da war schon wieder so ein Schloss. Oder führt mich das irgendwo hin? Es muss irgendwas geben. Aktionstaste? Nix. Hm. Oh, die Etagen so momentan sind aber auch ein bisschen low. Immer noch keine Waffe. Könnte. Huiuiui. Muss ich mich auf jeden Fall konzentrieren, ja. Oh, Tony. Erhöht die Dauer von Bluten aufladen um 100%. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Aber wir werden hier auf die Umschulung gehen. Weil wir haben nichts mit Blutung. Dafür machen wir. Stärken wir unsere Sense. Dann nehmen wir den Souls-like-Fan. Weil das ist jetzt auch nicht so der schlimmste Flug. Ja, wer meine Let's Plays kennt, weiß, ich gucke jetzt nicht so unendlich viel auf die Karte. Nice, schön zurückgedodged. So, immer erst die Vögel hier. Und auf die Blobbys. So. Oh, nice. Hätte ich sogar ein Anima noch benutzen können, wenn ich schnell genug gewesen wäre. Habe ich gepennt. Eine Waffe. Hm. Arashiko, nice. Nicht das Beste, nicht die schlechteste Wahl an Waffe, die man haben kann. Das Nette ist, die haben auch das Durchtränken des Feuers. Und das heißt,
Extra Schaden. Hm, Kontrollraum. Nehmen wir mit. Ich habe wieder, glaube ich, ein bisschen Geld. Das heißt, wir sollten ein bisschen Schaden austeilen. Ah, es reicht nicht, um die Sensor aufzuladen. Vielleicht lohnt es sich aber... Hm, ein weiteres Geschoss und erhält dann noch Bluten. Das heißt, Bluten plus Feuer. Ach, wenn ich das gewusst hätte, dass hier Blutung mit drin ist. Dann hätte ich vermutlich RJ Baron. Oh, den kenne ich auch nicht. Sagt mir jetzt gar nichts. Alter, die Verschmutzungsabteilung hat noch zwei Thanager, die ich null kenne. Das kann jetzt ein Vorteil und ein Nachteil sein. Oh, in dem Fall ist es, glaube ich, ein Nachteil. Ah doch, den habe ich schon mal gesehen. Oh wow, was für eine Attacke. Oh, what the fuck? Ah, zu spät. Beziehungsweise, nein, ist nicht zu spät, aber... Das sollte eigentlich anders sein. Na gut. Erhalte Inflation. Bonusschaden beim Angreifer. Spitzenkonzentration. War jetzt nicht der schwerste Gegner, aber auch ein bisschen schwer zu dodgen. Ein paar Attacken. Oh wow, drei volle Anima. Thank you. Zack. Das war aber knapp, das hätte mich beinahe noch getroffen. So. Dann nehmen wir natürlich Leben oder Mana mit. Also der Run schmeißt nicht gerade mit Ausrüstung um sich. Dafür mit ein bisschen Geld. Nehmen wir auch. Sehr schön. Besagte Spitze. Da gibt es doch tatsächlich ein Prismium geschenkt. Das heißt, wir haben unsere nächste Sense im Pott. Sofern wir halt nochmal die Chance haben, einen weiteren Kontrollraum zu finden. Ein bisschen Mana gibt es noch oben drei. Das sagen wir nicht nein. Oh Mann ey. Und dann sind wir auch schon bei Gordon Grimes. Ich habe gesehen, die Wutattacke der Kunai ist eher so eine Rundumattacke, das ist nicht so geil. Hier haben wir schon das Intro des Kampfintros. Das Intro des Kampfes. So, da ist er. Das heißt, die Wutattacke der Kunai werden wir nicht benutzen. Ja. Kannst du knicken, ich komme immer wieder. Ist nicht. Dritte Attacke. 1, 2, 3. Letzte Attacke, kommen alle. Jawohl. Feuer tickt runter. Also der Feuerschaden kombiniert mit dem Blutungsschaden der Kunai ist ganz cool. Vergiss es, du kannst den Tod nicht töten. Ist so.
Natürlich sagen, ich habe auch wieder verhältnismäßig viel Schaden kassiert. Das ist nicht so geil. Aber geht schon. Hm. Nehmen wir mit. Plus ein Schaden, wenn man Anima verbraucht. Das sollte man mitnehmen. Was gibt's heute? Halt Verletzungen. Nee, das macht ja nur den grauen Balken weg. Das lohnt sich nicht. Na Jerry, was geht? ja, okay. Ergibt sich mir nicht so ganz, aber ist IO. Weiter geht's. Die Krankheitsabteilung. Ich habe das, glaube ich, im letzten Video schon gesagt, das ist eigentlich einer meiner Lieblingsabteilungen. Auch wenn dann hier... Was machen eigentlich diese Blobbys? Keine Ahnung. Ach ja, die machen ja kleine Blobbys. Alles explodiert hier. Holy moly. Blub, blub, blub. Oh, hier gibt es doch mal notdürftige Raketen. Die nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Puh. Explosions. Füllt heilende TP. Oh, nice. Oh, jetzt wäre natürlich eine... In dieser Ebene wäre natürlich eine Karte nicht schlecht. Das ist jetzt ein bisschen lost, aber hey, was soll's. Ein bisschen hin und her, ein bisschen hin und her. Wo geht's denn weiter? Das macht guten Schaden. Oh, nice Kaffee, reine Heilung. Voila. Wow, der Gun. Die machen ja nicht viel so Base-Schaden, ne? Aber die Kunais mit den Fähigkeiten. Ah, die King. Den nehmen wir auf jeden Fall wieder. Da muss nämlich noch ein-, zweimal getötet werden, damit ich eine neue Fähigkeit freischalten kann. Explosions. Oh, wir haben auch ganz gutes Mana eigentlich. Eieieiei. Oh nein, lustig. Das ist genau das, was ich meine. Ja, das brauchen wir. Da halte ich das Leben direkt wieder auf. Das ist eine gute Pille. Gerade wenn alles grau ist. Viele kleine Attacken, die dann halt einfach das Leben aufladen. So, kurz warten, weiter geht's. So, da ist er doch schon. Oh, falsche Attacke genommen. Schade. Jetzt meine Sense genommen hätte. Wäre da bestimmt schon viel früher Schuss gewesen, aber macht nix. So, Vollgehalt. Ja, darf man ja auch nicht vergessen.
Zusammenhang wiederum mehr Schaden, kostet jetzt aber Mana. Das gilt ja nur für die Sense. Für die Sense, für die Kunais. Nächster, dann gehen wir wieder auf Zauber. Verursachen 10% mehr Schaden. Oh, das ist eine schwere Wahl. Flüche wären halt super gut. Ich muss sagen, ich habe auf dieser Ebene, wenn je später es wird, gehe ich eigentlich seltener in den Laden rein. Habe auch noch nie großartig Prismium dafür aufgebraucht, den Laden aufzuwerten. Weiß auch nicht genau, ob sich das wirklich lohnt. Weil ich eigentlich so ab der zweiten, dritten Ebene immer darauf achte, meine Waffen zu upgraden. Das erscheint mir halt sinnvoller, als jetzt die Wahrscheinlichkeit zu haben, vielleicht eine gute Waffe zu finden, die ich aber nicht mehr aufwerten kann dann im späteren Verlauf. Einmal Wut aufladen. Hallo. So, ein weiteres Anima. Dürfen wir auch nicht vergessen, jede Anima, die wir benutzen, erfüllt unseren Schaden um 1. Prismium. Geil. 2 Prismium, 235 Seelenmark. Jetzt wäre ein Kontrollraum halt geil. Mixer. Aber Vitamin und Mana. Mehr Mana wäre ganz geil für die Raketen. Die Ebene 3 ist ja auch ein bisschen größer und verwinkelter. Da wäre es natürlich ganz gut, eine Karte zu haben, falls man nicht doch irgendwie was vergisst. Ja, das können wir liegen lassen. So, dann nehmen wir ein Anima, auch wenn wir voll geheilt sind. Erhöht unseren allgemeinen Angriff. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Tiefer. Tony. Oh, nice. Ein bisschen mehr auf Brennen zu gehen. Mehr Schaden durch Feuer. Geil, geil. Merkt man direkt. 8 pro Tick. Schade, dass man diese kleinen Blobbys nicht schon im Flug erledigen kann. Hier gibt es eine weitere Anima. Mana. Und Hector Crank. Ich habe das, glaube ich, auch im letzten Video gesagt, ne, dass ich ab Ebene 2 immer das Gefühl habe, ab da wird das Spiel leichter. Also es wird nicht partout leichter. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das ein Stück weit einfacher wird, weil man jetzt abgegradete Waffen hat, mehr Schaden fährt. Ja. Aber das kann auch natürlich nur ein Gefühl sein. 50 Herzbrecher, ja. Okay. Weniger Tote wollen wir. So, da kann man noch mal ein bisschen Face tanken. Veränderung. Wir wollen einfach Urlaub haben, Leute. Okay,
liegt gut. Oh, mehr Leben. Also, wir scheinen heute den Run des Durchtränkens zu haben. Jetzt gibt's noch Gift zum Feuer. Bei den Kunais kommt dann noch Blutung dazu. Hoffentlich gibt es noch einen Blutungsbuff oder so später. Das wäre ganz geil. Dann geht's hier auf jeden Fall rund. Ganz ausruhen kann ich mich nicht, weil so unendlich fett sind unsere Fähigkeiten, nicht? Ah, das brauchen wir noch nicht. Ah, Harriet und Patrick. Oh, was haben die denn jetzt schon wieder ausgeheckt? Du trägst keine Krawatte. Hä, was? Was haben die vor? Oh! Das singende Musical, das ist wieder. Oh, ich dachte, den Plan haben sie aufgegeben. Wann war das denn? Folge 1 oder war das Folge 2? Ich glaube, Folge 2 war das, oder? Da wurde ja schon mal danach gefragt, ob wir uns Hector als singende Krabbe in dem Musical vorstellen könnten. So, Suchtabteilung. Oh, wow. Gift. Da kriegen wir eine Heilung rein. Weitere Angriffserhöhung. Oh, wow. Gift, Blutung und Feuer. Und mehr Mana. Das nehmen wir mit. Alles immer noch nicht übermächtig. Also da fehlen noch so ein paar Kleinigkeiten, wo man sagen könnte, okay, das müssen wir noch verbessern. Das ist nice. Das ist auch nice. Das ist aber noch nicer. Mehr Leben bitte. Da sind auf jeden Fall schon ein Haufen nicer Debuffs dabei. Ah, jetzt habe ich vergessen, mir die eine mal zu nehmen. Schade. Einmal eine Stärkung leider verpatzt, aber das ist nicht so wild. Oh, nur eine Schatzkammer. Das Spiel merkt sich wohl, dass ich so langsam keine Schatzkammern aufsuche. ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber in der Schatzkammer gibt es halt hauptsächlich die Chance auf Goldbarren. Ich suche halt deswegen meistens keine Schatzkammern auf, weil man am Ende des Spiels ja eh Gold kriegt. So. Kasekunai. Nee. Nee. Wir bleiben jetzt hier bei den anderen. Gibt's noch mal mehr Leben. Allerdings halt mit den Kosten, dass es halt nach der Zeit wieder weniger wird. Nichts, was wir nicht hinkriegen. Autsch. Ich dachte, die Raketen reichen. Schade. Das hat gereicht. Noch mehr Wut. So. Trotzdem muss ich sagen, kommen wir echt gut hier dran. Kommen wir hier echt gut durch. Meine. Oh, noch ein Prismion. Alter Vater.
Jetzt wäre natürlich so ein Laden, um zu sagen, hey, 15% Rabatt im Laden, natürlich ganz nice. Vielleicht muss ich das halt auch nochmal ausprobieren. Okay, noch ein Präsidium Depot, Leute. Das riecht nach vollen Upgrades, sobald wir den nächsten Kontrollraum erreichen. Und dann heißt das GG. Ja, so gesehen haben wir jetzt auch nur noch Max auf der Uhr. Und Major Plischken. Wuppa. Max ist nochmal ein relativ starker Endgegner. Major Plischken auch. Aber bei Major Plischken habe ich das Gefühl, wenn man da schon ist, dann ist es nicht mehr weit. Oder nicht mehr. Da kann einem nicht mehr viel entgegenkommen. Die Debuffs, ey. Wow, die Hits. Richtig gut. Opa. Ja, wow, das vierte Prismium. Krass. Kann ich mich direkt in den Endbildschirm porten? Das wäre ja mega geil. Ja, Candace nehmen wir auch mit. Kriegen wir hin. Ist jetzt nicht der schwierigste Challenger, wir haben auch noch drei Heilungen, also von daher alles safe. Da gibt es auch noch mal eine Wundheilung, geil. Heilung durch Schaden. Da ist schon. Candace ist quasi ein bisschen wie Son Goku, habe ich das Gefühl. Mit diesem Hin- und Her-Geporte. So, da hauen wir die Heilung rein. Für mehr Schaden. Blutdrucksaufladen werden zweifach angewendet. Aderlass. Vergeltung üben regeneriert dauerhaft maximal 1 TP. Das ist eigentlich geil. Das heißt, wir kriegen Schaden. Und bei Schaden kriegen wir maximal immer ein TP dazu. Aber wir haben eigentlich genug TP. Nehmen wir das hier. Mehr Blutungsschaden. Wenn wir jetzt noch eine Flucht kriegen würden, dass Pluto maximal 50 Aufladungen hat, dann könnten wir richtig Second Damage machen. Oder durchtränken Blutung wäre nicht schlecht. Aber die werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen jetzt. Nicht so schlimm. Da gibt es den Kontrollraum vor dem vierten Endgegner. Der ist ja, glaube ich, immer safe, genauso wie der Laden. Das heißt, wenn ich das eigentlich mit einberechne, dann sollte. Probiere ich das vielleicht auch mal aus, dass ich sie nicht so gut dabei bin. Vielleicht lohnt es sich ja. So, auf jeden Fall werden wir jetzt lange Reichweite. Nee. Genau, mehrere Treffer pro Angriff, damit wir nämlich mehr dotten. Wollen wir uns die sichern. So, die sind ja auch schon auf Stufe 2 jetzt. Das heißt, wir pumpen da auch nochmal ein bisschen was rein. So. Ist eigentlich ganz gut hier. Base Damage ist jetzt nicht so der höchste, aber wir können uns halt länger dashen, schneller dashen und haben halt mehr Angriffe. Eigentlich ganz geil. Müsste ganz gut passen.
Das hier pumpen wir auf. Ja. Alter, das sind zu viele. Ah, nix da. So. Da können wir eigentlich alles durchbezahlen hier. Hier können wir nur noch ein Prismium reinballern und noch ein weiteres. Zack. Voll ausgerastet. Ausgerastet. Voll ausgestattet. So, hier haben wir die sicher. Sieht ganz gut aus. So, auf zum Max. Ist nicht das allerbeste Setup. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht genau, was die Wutattacke von den Sicheln ist. Gilt herauszufinden. Schauen wir mal. Max ist jetzt auch nicht der leichteste Plagegeist. Das ist nicht sehr nett. Ausweichen. Okay, Wutattacke. Das waren die Crew Knights. Ausweichen. Opa. Ach, diese funky Mucke. Na los. Alles noch im Butter hier. Komm doch mal runter. Au. Aua. Okay. Oh, was ist das denn? Oh, no. Okay, das ist also eher eine Bodenattacke. Das muss ich mir merken. Will er mich einsaugen, dann kriegt er meine Kunais. Leute, lasst es euch gesagt sein, Rauchen ist ungesund. Ist so. Und tschüss. Okay. Da haben wir's. Flüsse des Blutes. Bluten erhält maximal 50 Lauraufladungen. Das ist halt sehr, sehr geil. Das nehmen wir uns auf jeden Fall. Wir haben ja, glaube ich, auch einen Strafentferner, ne? Veteraner heilen sich, wenn sie kontern. Plagegeist erhalten plus 500 AP. Und plus 10 Schaden. Ich denke nicht. Tschüss. Klar, dass wir halt keinen durchtränkten Blutungen haben, sondern nur die Blutung durch unsere Kunais erleiden oder Schaden machen. Aber das ist nicht ganz so schlimm. So. Hallo. Nein. 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 So, reine Heilung nehmen wir mit. Die letzte Ebene. Wir kaufen uns auch ein Anima. Ganz ehrlich, vielleicht gibt es was Geiles. Kaffee! Thanks. Oh, Pump! Hey! Ja, was ist denn? Geil! Danke! Ach, er liebt uns so. Pump ist der Beste. So, auf jeden Fall sehr interessanter Run bisher. Da sind wir in der Kriegskunstabteilung. Hoppala.
fühle mich jetzt nicht maßlos overpowered, sag ich ganz ehrlich. Rocket Launcher. Alles mitnehmen, was geht hier. Nochmal ein Kontrollraum. Das ist halt einfach sinnlos. Ich gehe in das Ausrüstungslager. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt nochmal eine Fähigkeit wechseln wollen würde. Bin eigentlich mit den Raketen sehr zufrieden. Auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt hier nicht maßlos overpowered. Zielschwert. Ist das erstmal... Ja. Das Zielschwert. Wenn ich noch eine Chance habe, das nochmal aufzuwerten. Dann lohnt sich das. Zielflag. Komm schon. Also meine Wutattacke von der Sichel sind fliegende Sicheln um mich herum. Mana! So. Kurz mal gezeigt, wer hier der Boss ist. Und natürlich ein bisschen Schaden kassiert. Raketenmarsch. Oh. Okay, nice Attacke. Autsch. Oh. Okay, jetzt habe ich sie kurz aus dem Blick verloren. Macht echt Schaden. Da muss ich mich mal kurz ein bisschen heilen, bevor es hier noch mal richtig einen auf die Mütze gibt. So.
Preise erhöht werden, wird eh nochmal wahrscheinlich, wenn es die Möglichkeit gibt. Scheiße. Oh, kacke, jetzt habe ich ein bisschen hochgepokert. Jetzt holen wir uns einfach noch ein Prismium. Ich hatte gehofft, dass jetzt echt noch ein Kontrollraum kommt. Aber dem ist nicht so. Das wird eine knappe Nummer. Da muss auch mal sein. HP. Oh, gibt's hier vielleicht noch mal den rettenden Fluch? Oh, holen wir uns noch ein bisschen defensiver, damit wir nicht ganz so auf die Mütze kriegen. Schade. Oh ja. Wobei letzten Endes, wenn ich es halt schaffe oder auch nicht schaffe, das ist auch nochmal ein Prismium halt richtig Asche wert. Major Plushcan. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ah, nicht die besten Grundvoraussetzungen, sage ich ganz ehrlich, aber machbar. So. Okay. Was ist das? Heilung. Ach, die kommen gar nicht wieder runter. Doch. Oh. Ja, ja, keine Ehre, bla bla. You're going down. Puh. Alter Vater, das war knapp. Ja, den Dreck haben wir ja schon. Verkackt. Und da sage ich mal. Adios, Baby. Puff. Ach, schön. Das atomare Wunder am Schluss. Ah, da ist einer Urlaub. Komm schon. Komm schon. You can do it. Oh nein, da kommt das Böse schon wieder. What the fuck? Es gibt einfach keinen drin. Der Tag wird sich wiederholen. So, Leistungsbewertung. Oh. Oh. DKIRAE. Total schießen. Ha. Mensch, Leute. 415 Bahn verdient. Das hat sich doch echt wieder gelohnt. Krass.
krasser, guter Run. Hätte ich nicht gedacht. Das war zum Schluss doch eine knappere Geschichte. Aber ja, das war's für diese Woche mit Have a Nice Death. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Teilt es mit eurer Oma, teilt es mit eurem Opa, teilt es mit jedem, den ihr kennt. Bitte ein Like zu hinterlassen hier auf General Music and Gaming. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao, Kakao.